So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir drei neue Level gespielt, nämlich von Boosbo Relaxing Red Coins, von Fabi Zelda Awakened Ganon und von Frank Spikeball Rally. Und während jetzt im Hintergrund das Video schon hochlädt, kommt noch The Deco Tree, Great Deco Tree von Rubber Ross. Und dann gucken wir ganz vorsichtig mal in das nächste Coin Level von Chosen rein, wo wir also uns wahrscheinlich sehr, sehr aufregen werden. The Great Deco Tree has a corruption, which you must quickly purge. Alles klar. Quickly heißt dann wohl, wir müssen uns ein wenig beeilen. Und wie man an der Bewertung, nicht an der Bewertung, an der Abschlussrate sieht, ist das gar nicht so einfach. Ich bin gespannt. Weltrekord 48 Sekunden. Level lädt nicht. Nice! Das ist natürlich immer ganz hervorragend, wenn nichts lädt. Hallo? Warum braucht das denn jetzt 3 Jahre? Hallo? Danke. Ich dachte gerade schon. Okay, wir müssen Bumbums besiegen. Einen. Aber erstmal werden wir zu Zelda, Link. Meine ich natürlich. Ich hatte jetzt keine Zeit, den Doku-Tree anzugucken. Den Doku-Tree. Genau, wahrscheinlich. Den Deku-Tree anzugucken. Weil wir haben nur 200 Sekunden Zeit. Ah, es ist wirklich wieder Deku-Tree aufgebaut, ne? Stirb. Wait, ich muss den mit der Bombe... Ja, jetzt ist schon vorbei, ne? Ich muss den mit einer Bombe killen. Ziemlich sicher. So, aber wir müssen erst hier rein, wahrscheinlich. Ich wollte direkt die Bombe zünden, aber dann geht er wieder durch die Tür. Das ist natürlich suboptimal. Sehr schön. So schon eher. Ah, ja, auch die Stelle gab es so ähnlich im Original. Ach, das ist ja wie mit der Leiter tatsächlich. Cool. Ey, das ist halt echt wie mit der Deku-Tree einfach mal auf. Wait, wir kriegen einen neuen Schlüssel. Ah, kriegen wir nicht. Das ist halt echt einfach mal wie im Deku-Tree aufgebaut. Oh mein Gott. Ist das jetzt gut, wenn ich ohne Schwert hier oben kriege ich neues? Ja, okay, konnte ich mir leisten. Konnte ich mir leisten. Sehr schön. Und jetzt werden wir hier die Dinge auslösen. Oh, jetzt muss ich den Pfeil da hochschießen. Und wenn ich zu doof bin zu treffen, muss ich den erstmal wieder neu auslösen. So. Hi. Warst du Goma? War das gerade Goma? Ne, Quatsch, Goma ist ja Bum Bum. Wait, wir müssen hier runter. Jetzt fallen wir zu Goma runter. Nee, also, ja, jein. Das, Goma. Oh, wieso habe ich das? Was habe ich? Oh, ich darf das nicht treffen am Rand. Das wusste ich nicht. Ich dachte... Oh nein, es gab keinen Checkpoint. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es ist true. Es gab keinen Checkpoint. Und hier fällt man dann runter nachher. Ja? Also wirklich wie im Deku-Tree. Aber kein Checkpoint. Oh Gott. Das macht den Endkampf jetzt natürlich richtig unangenehm. Dass wir keinen Checkpoint haben. Gib mir Schwert. Dass wir keinen Checkpoint haben, macht den jetzt... Oh nein. Macht den Endkampf jetzt so richtig unangenehm. Shish. Ach du Schande. Oh, komm schon. Oh Gott. Habe ich den Checkpoint vielleicht einfach verpasst? Ich habe doch bestimmt einfach einen Checkpoint... Nein! Okay, wir starten neu hier, sonst ist die Zeit nämlich durch nachher. Oh boy.
Aber Zelda-Level werden mit das Größte sein, was wir im Mario Maker sehen. Das wird so gut, was da alles noch kommen wird. Was die Leute noch für Ideen haben. Ach, hier kommt ja ein Schwert raus. Wieso gehe ich denn runter, um das Schwert zu... Warum bin ich denn so? Da kommt ja ein Schwert raus. Ja, guten Morgen. Mein Gott. Da kommt ja ein Schwert raus. Uff. Dann ist ja alles easy. So. Diesmal geht das hier aber jetzt ein bisschen besser. Das war nicht, was ich wollte. Mann, falsche Richtung. Besser. Hi, ciao. Hi, ciao. Okay. So, jetzt mal gucken. Hier ist ja eine Tür. Und da ist ja nochmal eine Röhre. Da kommt aber nur ein Schwert dran. Wofür ist diese Tür? Wait. Warum kann man da hochspringen? Was passiert da oben? What? Irgendwas ist da oben passiert. Ach, ich glaube, ich habe eine Bombe. Ich habe eine Bombe geworfen und die Bombe ist explodiert und die ist vorher erst so ein bisschen auf mir rumbalanciert. Das war das Geräusch. Ich glaube, ich habe das selber alles verursacht, was da passiert ist. Oh, wie dumm. Aber warum hat er das da oben so gebaut? Das verstehe ich nicht. Warum hat er das so komisch gebaut? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also ergibt es halt wirklich nicht. Ja. So, diesmal aber. Es ist ein bisschen doof, dass man sich nicht drehen kann, wenn man schon Dings hat. Oh Junge. So. Wenn man schon. Wieso laufe ich denn manchmal zurück? Wahrscheinlich drücke ich die falsche Taste dann noch. Was ist das denn? Ups. Da wäre ich ja fast untergegangen jetzt. Ja, na danke. Geht doch. Oh, das war knapp. So. Aber wofür ist jetzt... Ich kann hier auch nicht rein. Ja, das war das Geräusch vorhin. Da war die Tür! Ach, wenn man verfehlt... Ich hab's verstanden. Wenn man verfehlt, dann... Oh nein! Wenn man verfehlt, also wenn man zu lange wartet, bis man losfährt, dann fällt man unten auf den... Ja, ja. Dann fällt man unten auf das Ding drauf. Und dann kann man mit der Tür nach oben zurück. Das ist nur eine... Ja, Oder wenn man auf dem Weg sein Schwert ver... Oder wenn man auf dem Weg sein Schwert verliert. Das Level ist eigentlich nicht so schwer. Das Problem an dem Level ist der fehlende Checkpoint.
Also der wäre wirklich nett gewesen. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Dankeschön. So. Eieieiei. Ja, egal. Krieg ich ja eh hier. So. Mann. Na bitte. Nein, geht er wieder in die falsche Richtung. So. Eieieiei. Okay, aber so schwer kann der Boss unten ja auch nicht sein. Wir müssen ja eigentlich nur die Pflanzen wegmachen. Und die Sache hat sich. Und wenn ich halt gerade getroffen werde, hole ich mir halt direkt mein Schwert wieder. Das ist ja nun auch nicht. Muss nur aufpassen, dass ich nicht... Am besten immer schön von weit weg schießen, dass man nur die Dinger trifft und nicht den Dings am Rand. So, jetzt ist nur noch eine übrig. Und er halt. Und er kann ja nix. Außer die Zeit verstreichen zu lassen. Wie viel denn noch? Wait, das war... Oh no. Aber jetzt ist er frei. Jetzt kann ich ihn so erledigen. Komm her. Komm her. Okay, mit dem Schwert kann ich ihn direkt treffen. Das Schwert ist... Okay, das Schwert ist wie ein Dings. Wie ein Treffer mit Sprung. Nice. Boah, was ein Bosskampf, ne? Das war jetzt ein richtiger Bosskampf, so gesehen. Erst die Dinger, die einzelnen Teile runterziehen und dann bis man ihn kriegt. Puh! Das war ordentlich. Aber ein Checkpoint wäre nett gewesen. Also dabei bleibe ich. Der Checkpoint wäre ganz cool gewesen. Alles andere... Sweet. Sweet, kann ich da nur sagen. Richtig, richtig sweet. So, ja, das, 5 von 10. One screen for every coin. Extra challenge, don't die. Du kannst mich mal. Das schafft man in 15 Sekunden? Was hat denn derjenige da gemacht? Oder was hat er Chosen da gemacht? Denn offensichtlich... hat er es jetzt wohl gefixt. Och nein, ich hätte so gern rausgefunden, was der... Oh, warum haben wir es nicht eher gespielt? Da ist das Neue. Oh, und Nintendo hat jetzt auch selber... Mein Spiel ist abgestürzt. Guck mal, da geht nichts mehr. So, das geht noch. Also am Controller liegt es nicht. Aber durch das Neuladen hat es das Spiel gerade zerschossen. Sweet. Ich kann nichts drücken. Es geht nichts mehr. Ich kann wahrscheinlich einen Screenshot machen. Na klar. Aber alles andere ist... Steuerung ist... Ah ja, ich kann ranzoomen, aber das hat auch jetzt wieder ja nichts mit... Nein, raus hier. Lass mich zurück. Ah, wie komme ich zurück? So. Aber ich kann nichts mehr im Spiel selbst. Das Spiel selbst ist... Das Spiel selbst musste ganz schnell los. Cool. Cool. Richtig, richtig cool. So stelle ich mir das vor.
Okay. Dann müssen wir jetzt wohl doch nochmal uns das Level von Chosen angucken, ne? Guck mal, das ist ein Pokey. Ja. Jetzt ist die Frage, ich glaube, für Chosens Level werden wir dann doch eher einen ganzen Part brauchen. Für Chosens Level werden wir doch eher einen ganzen Part brauchen. Spielen wir vielleicht das Baumeister-Level von Nintendo? Ne? Also was heißt von Nintendo? Das US-Baumeister-Level halt. Aber so schade, dass wir den jetzt nicht rausfinden können, wie man es hätte breaken können. Ärgerlich. Ich hätte gerne das gespielt, aber er hat das wohl gefixt. Ah, schlechtes Timing gehabt. I'm sorry. Hätten wir eher spielen sollen. Na gut. Aber was ist denn heute? Danke. So, Temple of the Triforce. Mastered the Triforce yet? Ja, so ein bisschen meine ich schon, dass ich die Sachen drauf habe. Bis auf mit dem Schild habe ich jetzt eigentlich alles bisher groß. Und den Dash haben wir noch nicht so viel eingesetzt. Den Dash haben wir noch nicht so viel eingesetzt und das Schild. Aber alles andere haben wir eigentlich recht viel eingesetzt. Dann gucken wir doch mal, was Nintendo uns hier entgegenwirft. Also was heißt Nintendo? Die US-Baumacher. Die offiziellen US-Baumacher sind es ja. Pokies. Mehr Pokies. Mehr Pokies. Komme ich darüber? Auch kein Düdelülülülü. Schade. Dabei sind es doch die offiziellen Baumacher, die hätten noch die Sounds einbauen können. Na gut, das habe ich ja gut geschossen. Sehr schön. Wait. Ach so, wenn der aus ist, dann ist da oben offen. Wait, aber dann muss ich. Nee, muss ich nicht. Alles gut. Jetzt kann ich nämlich an den ran. So, und jetzt ist es noch ein Schritt. Genau, jetzt muss ich den noch einmal treffen. Und jetzt komme ich an den Hut ran. Und jetzt komme ich hier hoch. So. Checkpoint. Ach so, hier geht es dann nochmal weiter und da kriege ich das Ding, wenn ich es brauchen sollte. Und wir sind wieder draußen. Und da unten ist Wind. Dann kann ich da wohl runter. Jo. Und das ist eine Brücke. No! Oh, okay. Oh, man kann nicht mal sterben. Also durch runterfallen zumindest nicht. Fallen wir doch einfach gleich nochmal runter. Wenn man eh nicht sterben kann. So. Haha. Ich weiß, wie ich mit euch umgehen muss. Wait, aber den muss ich ja irgendwie killen. Ach so. Ah nein, ich darf ihn nicht blocken. Ja, oder so. Aber ich glaube, dass. Ja, ich muss das nochmal neu. Da muss ich nochmal neu durch. Da muss ich nochmal neu durch. Kann ich die irgendwie hier reinlotsen? Nein. Aber der kommt auch nicht. Ah, also doch einfach so. Und jetzt hier unten das Schild. So. Und hier das Schild. Ach, ich habe ja einen Hut, mit dem ich die ja erledigen kann. Habe ich gerade ganz komplett vergessen. Ja, da ist er weg. Zum Glück habe ich mein Schild noch. Ah, verstanden. Ja, das ist jetzt dumm.
Das nenne ich mal eine ganz schlechte Ausgangsposition. Ah, okay. Das waren ganz schlechte Voraussetzungen, um noch durch die Tür zu kommen. So. Egal, wir haben das Schild noch. Wir brauchen den Hut nicht. Wait. Ah ne, wir brauchen den Hut wirklich nicht. Ich darf nur nicht den Link jetzt verlieren. Wenn ich den Link verliere, ist alles vorbei. Wir machen das hier anders. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Oh, die explodiert. Warum ist die nicht mit... Geht der nicht kaputt so? Ich treffe den. Watch me. Yes! So. Es geht doch. Okay, jetzt geht's hier hoch. Okay, ich wollte nur kurz gucken, ob die auch kaputt gehen. Gehen sie. Aber ich muss die zurückschicken. Aber was ist das? Ein Resettor? Nein. Wo ist jetzt die Challenge? Was ist jetzt? Wo geht's weiter und wo ist die Challenge? Verdammt. Oh, wait. Es geht hier gar nicht weiter. Ich muss erst den On-Off drücken. Es ist egal, wo ich hole, mein Gott. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt eigentlich so schwierig hier? Ich muss das Ding darunter lotsen. Willst du mich komplett verarschen? Wobei der sich von selber hier runter lotst. Ich darf ihn halt nur nicht kaputt machen. Wait, aber das kann ich doch komplett waken. Oh, ich wollte gerade sagen, inoffizielle Baumeister-Level lässt sich breaken. Never mind. Aber wie kann ich denn jetzt? Muss ich jetzt einfach warten, bis der von selber... Kommt der dann von selber einfach runter irgendwann? Oder wie? Ne, jetzt ist er irgendwo gestorben. Hä? Was ist passiert? Jetzt geht er dahin. Wait, whoa, 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 what? Habe ich gar nicht gesehen. Was? Was? Was ist das denn? Was ist was? Da oben ist eine rote Münze. Nein! Wie soll ich da hochkommen? Da oben ist eine rote Münze. Oh Gott. Okay. Ach Gott, wir starten hier? Uff. Uff. Ich find's ein bisschen ungewohnt, dass ich mich nicht drehen kann, wenn ich den Pfeil draußen habe. Dann kann ich nicht nach links und rechts, also ich kann dann nur schießen in die eine Richtung. Wait, das ist so gedacht. Oh mein Gott, ich bin ja doof. Oh Mist. Oh Mist, Hilfe. Okay. Thank you.
Yes. So ist es angenehmer. So ist es deutlich angenehmer. Okay. Eieiei, aber... Diese eine, die ist doch jetzt versteckt, die rote Münze. Die ist doch nicht verpflichtend, ne? Aber wozu schicke ich den überhaupt dann da raus, wenn ich gar nicht... Ist das die erste rote Münze oder habe ich schon andere verpasst? Ich habe doch bestimmt schon andere verpasst. Ja, das habe ich echt nicht gesehen. Hier drüben ist das normal der Weg. Und da drüben sind Blöcke. Lol. Aber wenn ich jetzt schon andere verpasst habe, wäre es jetzt Quatsch, da wieder hochzugehen und den zu holen, ne? Das ist so das Problem jetzt an der Stelle. Das ist... Der prallt an den Dingern ab. Wie soll ich denn, wenn der da abprallt, da hochkommen? Oh Mist. Ich muss hier mal... Verdammt, ich hätte schon gerne die rote Münze. Aber ich habe halt auch echt Bedenken, dass wir schon eine verpasst haben könnten. Lass uns nochmal zurückgehen. Aber hier kann doch nirgendwo eine rote Münze herkommen, oder? Ah, ich komme eh nicht zurück. Ha. Aber wenn das die erste rote Münze sein sollte... Wie groß ist dann dieses Level? Und warum kriege ich nach diesem Raum keinen Checkpoint? Mann. Ah, ich kann die nicht. Kann ich die immer wieder eigentlich aufhalten, so zu explodieren? Nein, okay. Aber interessant auch, dass die Bomben den Pau irgendwie nicht auslösen. Die Pfeile schon. Na gut, wie auch immer. Vielleicht übersehe ich ja auch irgendwas, was ein Checkpoint angeht. Aber hier ist kein Checkpoint. Nee. Ha. Wir lassen die rote Münze jetzt mal rote Münze sein. Ich hoffe, das ist dann nur das True-Ending oder sowas und man verpasst nicht wirklich viel, wenn man sie nicht mitnimmt. Das wäre mir sehr recht. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, was hier alles los ist. Also, ich muss so ein Trampolin runter. So ein Trampolin muss runter, dann passiert hier nichts mehr. Und dann... Ach, er geht am Eisblock kaputt. Die Eisblöcke müssen doch weg jeweils. Und jetzt kann ich halt keinen Einfluss mehr nehmen, ne? Aber jetzt fällt das Ding halt so, wie es fällt. So, das Ding ist weg. Das heißt, da geht er jetzt runter. Und hier kann ich nichts mehr tun. Ja, okay. Dann kann ich jetzt hier durch. Ach so, und der ist dann nur dafür da, falls man hier... Okay. Soweit verstanden. Das war nicht, was ich wollte. Das war, was ich wollte. Wait! Das ist doch ein... Ja, das ist doch ein Flügel... Flügel. Ein Flügel-Dings. Das heißt doch... Ach, geh weg da oben. Ah nein, ich komme mit dem Ding nicht hier hoch.
Ich kann den nicht mit hochnehmen. Ah, die denken aber auch an alles. Aber gut, das heißt, die rote Münze lassen wir wirklich erstmal rote Münze sein. Vielleicht im nächsten Part als extra Challenge. Da ist mein Checkpoint. So. Und ich kriege auch direkt wieder einen neuen Schuh, falls ich einen verlieren sollte. Okay. Da oben kann ich hoch. Oh, da muss ich sogar mit dem Schuh höher. Was? Wie soll ich mit dem Schuh bis da hochkommen? Jetzt ist es weg. Jetzt ist eh vorbei. Hätten wir da von woanders rüber gemusst? Irgendwie so von hier? Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Egal. Ist wahrscheinlich auch wieder für eine rote Münze gewesen. Oh boy! Also auch die Dinger gehen einfach mit dem Schuh kaputt. Ah, den schieße ich ab. Ah, ich kann aber nur schießen, wenn ich aus dem Schuh draußen bin. No! Okay, so, was hat es jetzt verändert? Achso, jetzt kann ich hier rein. Ganon! Wow, ah, war es ein Sound. Das ist ja wie ein richtiger Zelda-Kampf. Nein! Also von den Sounds her, das habe ich vorhin gar nicht bemerkt. Wobei, das war vorhin, war vorhin wahrscheinlich gar nicht. Ist hier noch irgendwo eine Möglichkeit, eine rote Münze? Nein, sehe ich nicht. Sehe keine rote Münze. Okay, wenn ich jetzt noch meinen Hut hätte, könnte ich hier noch was kaputt machen. Vielleicht wäre dann da noch eine rote Münze. Ich weiß es nicht. Und das, okay, ich muss drei sammeln. Drei rote Münzen. Eine könnte da sein, wo wir jetzt nicht hochgekommen sind. Eine ist da bei den Sägen. Und die dritte weiß ich nicht. Die ist wahrscheinlich im ersten Raum und ich habe sie verpasst. Ich hätte eine Idee. Ich muss ganz kurz was testen. Aber ich würde das nächstes Mal nochmal spielen und dann die roten Münzen mitnehmen. Der Raum würde mich schon sehr interessieren. Ich will nur ganz kurz eine Sache testen. Die nicht. Die nicht. Das war nicht, was ich testen wollte. Oh mein Gott. Guck mal, hier ist so ein einsamer roter Block, ne? Als ob es jetzt gefährlich wäre, da reinzufallen. Also das kann ich mir halt nicht vorstellen. Ich vermute, dass da was drunter ist. Ach, oder das ist einfach nur dafür da, dass das Ding da drauf fällt. Ja, das kann natürlich auch sein. Da! Ich seh's! Ich seh's! Ich seh den Raum zur roten Münze. Ich seh, jetzt hab ich's gesehen. Jetzt hab ich's gesehen. Basuf. Basuf. Jetzt hab ich's gesehen. Nein, ich will... Aha! Okay, ist die schwierig? Der muss... Kann er eine Bombe davor schieben? Kann der da eine Bombe vorschieben? Alter, wie gut ist das denn bitte? Okay, das ist dann die erste. Dann werden wir das nächste Mal die anderen hier sammeln. Ich möchte gerne einmal die roten Münzen hier kriegen. Bis zur Tür. Aber nicht in diesem Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.